Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Wow, was für eine Zeit, in der wir gerade leben. Ich finde es spannend, erschreckend, es ist alles Mögliche. Ihr wisst, um was es geht. Die Corona-Krise hat uns, glaube ich, alle getroffen. Nicht nur in Deutschland, vor allem nicht nur in Deutschland, sondern in ganz vielen anderen Ländern. Italien geht es gerade richtig schlecht, China auch. Und ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, was sich davon freimachen kann, irgendwann Fälle zu haben, selbst wenn sie es jetzt noch nicht hätten. Aber ich finde es ziemlich krass. Was ich glaube am krassesten insgesamt in der ganzen Sache ist, was gerade in den Medien abgeht. Und ich habe lange hin und her überlegt, möchte ich ein Statement dazu machen, möchte ich auch was dazu sagen. Und dann habe ich gemerkt, naja, aber ich habe auch im Endeffekt nur so ein Halbwissen, wie alle anderen auch. Es gibt zwar ein paar ganz coole Leute, auch auf YouTube zum Beispiel, den Harald Lesch kann ich immer sehr empfehlen, der macht wissenschaftlich fundierte Videos und er hat jetzt mehrere über den Coronavirus und die Sterblichkeitsrate gemacht, kann ich euch empfehlen, verlinke ich euch auch, wird irgendwo gleich aufpoppen und würde ich sagen, guckt euch das an und ansonsten möchte ich mit euch viel mehr gerne darüber reden, was das Ganze jetzt auch für eine Chance und Gelegenheit sein kann für uns alle. Und zwar, ich meine, ihr habt jetzt schon bestimmt gesehen, also man kommt gar nicht drum rum, wenn man die Nachrichten auch nur ein bisschen hört, dass sowas wie Klopapier, Nudeln ausverkauft sind, Leute schlagen sich um Lebensmittel, es wird in Krankenhäuser nicht eingebrochen, aber reingeschlichen und Desinfektionsmittel entwendet. Horrorgeschichten. Ich weiß nicht mal, ob immer alles soweit irgendwas dran ist, aber ich merke zum Beispiel auch bei uns im Supermarkt, dass Nudeln und Klopapier tatsächlich ziemlich knapp sind. Und mich hat das, glaube ich, in der ersten Woche das Coronavirus und der ganze Rummel drumherum ziemlich hart getroffen. Ich habe gemerkt, wie viel Angst ich selber bekommen habe, rauszugehen noch. Das war noch in der Zeit, wo es noch nicht hieß, bitte Kontakt komplett runterfahren, sondern nur ein bisschen aufpassen. Und ich habe gemerkt, wie unwohl ich mich gerade fühle. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Einfluss die Medien gerade darauf haben, wie es mir geht. Und diese Horrorszenarien und Untergangsnachrichten, die kamen, die haben mich so weit runtergezogen, dass ich dachte, wow, meine Stimmung ist gerade komplett am tiefsten Punkt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn das so weitergeht, dann drehe ich am Rad und denke nur noch pessimistisch in die Zukunft. Und das möchte ich eigentlich nicht. Denn im Endeffekt, wie es mir geht und wie ich mich gerade fühle, liegt in meiner Hand. Und ob ich mich jetzt die ganze Zeit mit Nachrichten umgebe, die eine bestimmte Wirkung auf mich haben oder das eben nicht tue, das liegt in meiner Hand. Und jetzt seit ungefähr 4, 5 Tagen habe ich so unfassbar viele schöne Dinge erlebt, kennenlernen dürfen und miterleben dürfen, dass ich darüber gerne ein bisschen mit euch sprechen möchte und dann gucken möchte, was für eine Chance und Gelegenheit daraus entsteht. Und zwar, ihr wisst vielleicht, ich bin auch Tanzlehrer, gebe Kurse oder habe Kurse gegeben. Jetzt ist alles eh gerade eingestellt und unsere Tanzschule oder der Tanzschule, in der ich auch mitwirke, die liebe Kerstin hat es jetzt auf die Beine gestellt, dass wir Online-Kurse anbieten, über Instagram erstmal live zu gehen, kostenlos für alle, dass die Leute einfach mal reingehen können, ganz niederschwellig und mitmachen können. Und das sind dann tatsächlich Heimvideos von uns, die wir zu Hause einfach aufnehmen und die Leute motivieren, ein bisschen zu tanzen. Und der Zusammenhalt, der jetzt da gerade entsteht in dem großen Team mittlerweile, was es gibt für die Tanzschule, mit den Leuten, die unterstützen wollen, Videos machen und so weiter. Ich habe gemerkt, dass mir das in den letzten Wochen sehr gefehlt hat. Dieses Zusammenhalten, das, was wir normalerweise in unserem Alltag im zwischenmenschlichen Bereich haben, was jetzt gerade nicht mehr möglich ist. Und eine Möglichkeit jetzt zu haben, wieder in Connection zu gehen mit anderen Menschen, ist so unfassbar wichtig. Und ich glaube, ich spreche für viele, die vielleicht gerade nicht irgendwie einen Partner zu Hause haben oder sonst in einer größeren Wohngemeinschaft leben, wo man sowieso zusammen gerade lebt, sondern gerade auch mit denjenigen, die vielleicht alleine zu Hause sind und total vermissen, unter Menschen gehen zu können und sich isoliert fühlen und einsam sind. Und da habe ich gemerkt, dass die modernen Medien und die Technik definitiv eine Möglichkeit ist, wie wir diese Brücke schlagen können.
jetzt in dieser heftigen Zeit, wo wir eben normale, menschliche, reale Kontakte herunterfahren müssen. Das ist das eine. Also ich merke, wie gut es tut, wieder Gemeinschaft zu erleben, auch wenn es digital ist, auch wenn es über Hören und nur Sehen ist und nicht direkt eins zu eins, aber es ist besser als gar nichts. Und ich finde es schön, was gerade viel in dieser Richtung auch passiert. Es poppen mittlerweile überall lokale Gruppen auf, ob auf WhatsApp, auf Telegram, über die Zeitung. Es hängen draußen Schilder aus, wo Menschen einfach sagen, hey, du pass auf, wenn du gerade zu einer Risikogruppe gehörst oder merkst, okay, du bist in Quarantäne, wir helfen dir, wir gehen für dich einkaufen, wir unterstützen dich, wo es geht, natürlich in dem Rahmen, der möglich ist. Man kann sie natürlich nicht direkt treffen. Aber ich finde es schön, was gerade für ein Zusammenhalt ist. Und der nächste Punkt, den ich, glaube ich, am allerwichtigsten gerade finde, ist, ich glaube, langsam fangen gerade ganz viele Menschen an, zu gucken, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Es bricht oder es ist gerade so viel zusammengebrochen und weggebrochen an Kulturangeboten, an Möglichkeiten, was man alles mit seiner Zeit anfangen kann. Und natürlich gibt es Menschen, und ich mache das auch immer mal wieder, die dann einfach zu Hause sind, Filme gucken, die Zeit irgendwie totschlagen. Und gleichzeitig, aufgrund dieser großen Krise, merken, glaube ich, viele Menschen, hey, ich glaube, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich wichtig? Ich habe ein Haus, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe noch was zu essen. Und ehrlich gesagt, leben wir gerade in einer ziemlich, ich will nicht sagen luxuriösen Situation, aber auf jeden Fall eine Situation, in der es uns echt noch gut geht. Wir müssen nicht um unser Essen bangen, erstmal noch nicht. Und viele von euch werden finanziell aufgefangen. Natürlich betrifft das leider nicht alle. Und gerade die Selbstständigen unter uns haben so ihre Befürchtungen, wie es weitergehen kann. Aber ich merke, dass Deutschland definitiv dann noch in der Situation ist, mehr unterstützen zu können. Wenn man sich Amerika anguckt, da habe ich jetzt erst wieder gehört, die Menschen, die, also es gibt viele, ich glaube 40, 50 Millionen Menschen, die nicht krank machen können, die auch nicht zu Hause bleiben können, die, wenn sie nicht zur Arbeit gehen, kein Geld kriegen und dann auf der Straße landen. Und im Endeffekt, was dann aber passiert ist, wenn sie kein Geld haben, um Essen zu kaufen, dass sie dann in verschiedene Einrichtungen gehen müssten, also unter Menschen, um Essen zu bekommen. Das heißt, es ist eigentlich total kontraproduktiv. Und hier in Deutschland haben wir momentan wirklich noch eine relativ entspannte Situation. Und ich glaube, es ist eine Gelegenheit, für viele Menschen wirklich mal zur Ruhe kommen zu können, aus diesem ganzen Trubel und Hektik und Stress ein bisschen rauszukommen und mal zu schauen, wie geht's mir eigentlich gerade und was brauche ich wirklich? Und ich wäre so unfassbar dankbar, wenn wir noch ein bisschen mehr merken, dass dieser ganze Konsum, in dem wir immer noch stecken, einfach niemandem wirklich gut tut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eine super Gelegenheit ist, ein bisschen umzudenken. Und es sagen ja mittlerweile ganz viele, und ich bin auch der Meinung, dass das so sein wird, wenn in 8 Wochen, 3 Monaten, 7 Monaten, wer weiß ja, wie lange es noch dauert, quasi Entwarnung gegeben wird, dann wird unser Leben wahrscheinlich nicht so wieder normal weiterlaufen wie vorher. Es wird ganz viel anders sein. Und ich hoffe einfach daraus, dass wir daraus ein bisschen lernen konnten. Und was ich momentan sehe, bei vielen Menschen um mich herum, auch übers Internet etc., da passiert was. Und was ich am allerspannendsten finde, ist, ich meine, ich packe ja das Thema normalerweise nicht unbedingt auf den Tisch, aber lasst uns mal über Klimawandel sprechen. Die Menschen, die immer noch sagen, Klimawandel Blödsinn, nicht menschengemacht. Ja, irgendwo kann ich nachvollziehen, wie jemand auf die Idee kommen kann und das glauben kann. Es gibt nur so unglaublich viele Belege dafür, dass das leider so ist. Wie auch immer. Punkt ist, in Richtung Klimawandel machen wir immer noch total wenig. Die Regierung zieht kaum durch. Obwohl der Klimawandel eine riesige Bedrohung für uns alle, für unsere Nachkommen sein wird. Und das ist nicht 120 Jahre entfernt, das ist vielleicht noch 30 Jahre entfernt, wenn überhaupt. Nur leider ist diese Bedrohung so unglaublich weit weg, dass wir gar nicht die Not darin sehen oder die Dringlichkeit. Und jetzt haben wir mit dem Coronavirus etwas, wo natürlich auch viele sagen, total übertrieben. Ich will nur einmal darauf hinaus, dass wenn wir Menschen direkt uns bedroht fühlen, wie viel möglich ist. Und ich will niemandem was vorhalten nach dem Motto, wieso geht's jetzt, aber in Bezug auf Klimawandel nicht, sondern wenn es jetzt möglich ist, und es ist möglich,
Und die Regierung kann auf einmal Erlasse beschließen und Dinge vorschreiben und Menschen halten sich dran, weil sie sehen, wie wichtig das ist. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, wenn das Ganze ein bisschen abebbt, den Zug weiterfahren zu lassen und Richtung Klimawandel zu gehen. Und ich bin einfach voller Hoffnung und auch wirklich relativ großer Zuversicht, dass diese ganze Krise, in der wir jetzt sind, auf jeden Fall was mit uns machen wird. Und wenn es nur das ist, dass es Menschen vielleicht ein bisschen anstupst, nochmal über ihr Leben nachzudenken, über die Gesellschaft, in der wir gerade sind, über unser kapitalistisches System. Ich hoffe, da passiert etwas. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Das heißt, wir haben eine sehr angespannte Situation. Es passiert viel um uns herum. Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, was noch kommen wird. Und ich mir denke, wir können aus dieser Situation definitiv was mitnehmen. Und natürlich fände ich es toll oder hätte es toll gefunden, wenn wir nicht in der Situation sind. Und gleichzeitig denke ich mir, die Welt wird nicht untergehen. Und ich glaube, wir als Menschen werden was raus mitnehmen können. In dem Sinne, meine Lieben, ihr wisst, ihr habt es überall schon gehört. Ich gehe einfach nochmal mit rein. Bleibt zu Hause. Haltet euren Kontakt möglichst niedrig. Haltet Abstand. Ihr wisst, es geht nicht um eure eigene Gefährdung nur, sondern es geht vor allem darum, dass der Virus nicht so schnell sich verbreitet, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Das ist das alles, was wir machen müssen. Die Kurve so flach halten, dass unser Gesundheitssystem mit den Neuinfizierten, die schwer versorgt werden müssen, mithalten kann. In dem Sinne, habt eine schöne Woche, tut euch was Gutes und bis bald. Ciao.